So, hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir genau hier vorne aufgehört. Wir haben uns jetzt schon von diesem alten verlassenen Haus die Küche angeschaut, Esszimmer, Wohnzimmer und jetzt wollten wir mal ein bisschen weiter gucken und schauen, ob wir vielleicht das Rätsel, um was hier in dem Haus eigentlich passiert ist, lösen können oder dem zumindest ein bisschen näher kommen können. Hier sind überall Vögelchen. Das ist ein Bienennest da oben? Sieht aus wie ein Bienennest. Ah, Keller. Ja, Tausendfüßler sind ganz schrecklich. Die anderen gehen alle. Ist ein Frosch verbrannt? Das sieht irgendwie so komisch aus. Time and the Gods. Musikalisch waren sie anscheinend auch. Barbara, wer ist denn Barbara Finch? Ah, okay, wir müssen das drehen. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Das heißt, der Urgroßvater das Haus hier aufgebaut und auch diese Musikbox. Ich finde die Musikbox aber, um ehrlich zu sein, etwas gruselig da im Hintergrund. Das sieht aus wie so ein. Lass mal noch mal kurz gucken. Darf ich noch mal drehen? Das sieht aus wie Bigfoot da hinten im Hintergrund, im Wald. Das arme kleine Mädchen, wie Rotkäppchen allein im Wald mit dem Körbchen. Unterwegs zur Oma. Denkt sich nichts Böses und da ist der große böse Bigfoot im Wald. Ugh. Barbara Finch. Oh, hier sind so viele schöne Bilder. Und so viele eklige Tierchen. Ich glaube, hier im Gang war da nichts mehr. Da haben wir aber auch noch nicht geguckt. Oh, wie schön. Da oben ist ein Leuchtturm. Boah, aber die Bücher hier. Wer hat denn hier die Bücher so gestapelt? Überall nur Bücher. Hat wohl jemand seine Post ganz, ganz lange nicht geöffnet. Sogar ich habe Post. Darf ich die nicht nehmen? Nur Milton hat keine Post bekommen. Oder seine Post ist verschwunden. Genau wie er. Was ist das denn? Eine Lampe? Aber jemand nicht mal fertig ausgepackt hier. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Das ist dieselbe Lampe wie die, die da steht. Haben sie auch wieder eingepackt? Nee. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Ja, es sieht doch nicht so aus, als hättet ihr hier viel eingepackt. Mitgenommen. Wow. Warum zur Hölle ist die Tür denn so gut verschlossen? Sogar abgedichtet, dass da nichts durchkommt. Und mit diesem Schloss, das haben wir eben auch bei der Werkbank gesehen, so ein Schloss. Also ich hab's gesehen. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Was? Das ist ja gruselig. Das ist ja gruselig. Bäh. Und warum ist die Bibliothek denn so zugemauert? Ich meine, die Bücher, die haben sich ja eh komplett ausgeweitet nach überall hin. Sollen wir zuerst nach oben gehen oder in den Keller? Wenn das überhaupt ein Mom Keller always told ist. me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ah, okay. Da dürfen wir noch nicht hin, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht finden wir den oben. Oh, für die Oma.
Viele Fotos. Schade, dass ich sie mir jetzt nicht alle detailliert angucken kann. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Warum hat sie das getan? Das ist dieses Holz. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Die Oma hat dann so kleine Löcher reingebohrt. Warum? Das Zimmer ist offen. Oh, das ist ein kleines Mäuschen drauf, oder was? Oh. Ist auf jeden Fall ein Prinzessinnenzimmer. Von Molly. Molly? Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Die ist dann schon länger tot. Wieso haben die die Zimmer von denen denn noch hier drin? Das da vorne sieht aus wie so ein Käfig für einen Hamster, aber ist auch so ein Rad drin. Okay, und die Oma hat diese Löcher da reingemacht, damit man zumindest reinschauen kann. Die hat nur 10 Jahre lang gelebt. Das wollte ich nicht. Von 1937 bis 1947, das ist aber nicht lang. Wir müssen das coole Zimmer hier. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Großonkel Walter. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Da unten ist, steht Finches drauf. Das Symbolchen hier, das haben wir überall auf diesen Vasen oder auf diesen Schüsseln gehabt. Das ist komisch, das wiederholt sich hier. Das ist doch cool. Stell dir mal vor, du bist ein Kind. Okay, das ist gruselig. Das ist gruselig, aber das hier, und du magst dann irgendwie hier so Walhaie oder Fische allgemein unter Wasser. Das Zimmer ist ja dann echt geil. Dann auch natürlich Einrichtung drin wäre. Das hier allerdings ist gruselig. Dieser versunkene Zugabteil. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Oh, das passt. Der Schlüssel passt. Unter dem Meer. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Was? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Was? Oh, das wollte ich noch gar nicht. Warum hat die Mama mir denn den Schlüssel hinterlassen, wenn sie meint, da wäre was Gefährliches drin? Ich würde gerne auf die Terrasse. Das sieht echt geil aus da draußen. My friend Bigfoot. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Deshalb da der Bigfoot an der Spieluhr. Ah, und deshalb hat sie auch hier diesen Stuhl, den man ja eigentlich dann so von Filmen kennt. Den Film machen. Okay, das erklärt. Oh Gott. Erklärt einiges. Wird ein Kabel hoch. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Die Mutter hat alles abgeschlossen, ne? Also fast alles. Alkohol haben sie auch hier gelassen. Von wem ist denn das Zimmer? Barbara. Barbara, der Filmstar. Wird auch nicht lang gelebt. Barbara was a child star for 2 years. Until America grew out of it. Das ist aber ein gruseliges Zimmer. Da hinten sehe ich den Bigfoot stehen. Mit ihr in der Hand. Aber kein schönes Kinderzimmer. Wie alt ist die gewesen? Von 1944 bis 1960 hat sie nur gelebt. Sind die hier alle so jung gestorben? Ach, guck mal, hier sieht man sogar, wie irgendjemand hier die Tür für sie malt. Das ist ja cool. Edie's father Odin built the original house. Odin. Odin, was für ein Gott war das nochmal?
Odin war nicht Luft. Nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Der hat das Haus gebaut, also der Vater von unserer Omi. Dafür, dass hier der Strom ausgefallen ist, ist hier aber verdammt viel Licht. Allem hinter dieser Tür. Dahinter habe ich doch was gehört. Oh. Oh, die Vögelchen. Sven und Edi. Die ist 2010 gestorben. Also das Zimmer von unserer Omi. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Warum darf ich da nicht rein? Ich will in die Zimmer rein. Calvin und Sam. Oder Calvin Sam. Ich bin mir nicht sicher, aber da steht nur Calvin hier auf der Tür. Da, die amerikanische Flagge. Und auf der anderen Seite hier haben wir dann irgendwie den Weltraum und einen Astronaut. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Was? Die haben sogar eine Abgrenzung in der Mitte. Er hat mit seinem toten Bruder das Zimmer geteilt. Ich hoffe, der lag nicht tot mit dem Zimmer. Gregory. Der hat nur ein Jahr gelebt. Wer ist Gregory? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Warum lebt Gregory in einem fluffigen Klo? Mit fluffigen pinken Wänden. Komischer Gregory. Dann bleibt uns ja fast nichts anderes übrig, als jetzt wirklich hier in dieses Loch zu klettern. Wichtig, dass das 249 dort drauf steht. Sondern mich jetzt gerade ein bisschen an Gone Home, wo man auch die Secret Passages findet. Jemand ein Bild gemalt von einem Haus im Wald. Ein Mädchen. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Oh. Reading this. Maybe it sounds like I had a plan. Ja, es hört sich so an, als wüsstest du wirklich so ein bisschen, was hier los ist. Wieso sind denn auch seine ganzen kleinen Sachen hier drin? But I had no idea what was behind that door. Was Zimmer ist das denn? Just like I had no idea where all this was gonna lead. Es speichert. Was sind wir denn hier? Im Zimmer von Molly. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh. Tierchen. Aber das sieht sehr sauber darin aus. Nur so ein bisschen Kacke da drin. Und es sieht auch nicht aus, als wäre das von 1947 eingerichtet, muss ich gestehen. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ach, wie süß. Das ist ein kleiner Schlafplatz, wo das Zimmer danach gestellt drin ist. Nochmal mit dem Käfig. Das für ein Kürbisschale. Ei. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Heißt das, ich kann durch diese Malerei durchgehen? Komische Andeutung. Tiernasen. Da Ameisen drin? Das sieht ein bisschen aus wie so ein Ameisending.
I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Die hatte viele Tierchen, oder? Da waren bestimmt Fische drin. Das ist also die Molly. Ihr Bild haben wir auch schon überall hängen sehen. Daddy. Oh, da ist sie als Prinzessin in ihrem Turmschloss und wird beschützt von diesem bösen Drachen oder wird gefangen gehalten von dem bösen Drachen, der dann anscheinend auch den Mann von der Edie umgebracht haben soll. The fuck? Das lesen wir gleich. Ich gucke erst nochmal. Sehe ich gar nicht, ist so dunkel. Okay, sie hat das alles so pink und schlossmäßig, hat auch viele Tierchen. Hat anscheinend aber auch viele Pflanzen hier gehabt, warum auch immer die. Ist bestimmt aber nur aufgehangen, sind bestimmt noch keine echten. Aber irgendwie sind dann auch hier Meerestiere. Hier war gerade diese Tabelle. Was für Tiere dann in verschiedenen Tiefen leben. Ist noch ein Bild. Molly, Edie und Sven, hier doch ein Plan von dem Haus hier, ne? Barbara. Das letzte Mal, als sie den Kalender umgeblättert hat, war es Dezember 1947. Und anscheinend Weihnachten. Jetzt hätte sie diesen kleinen Baum nicht so geschmückt. Da hat sie Weihnachten anscheinend dann noch erlebt. Überall tote Tiere. Schauen wir mal in ihr kleines Tagebuch. Feder. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. Wieso? It started when Mom sent me to bed without dinner. Oh, wir spielen jetzt ihre Geschichte. I woke up and I was starving. So I looked around for something to eat. Es bitte nicht dein kleines Tierchen. Warum hat die Mama denn die Tür abgeschlossen? Es ist abends gefährlich draußen. Oh. Oh, es ist dunkel hier drin. Da kann ich hin. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Dann essen wir halt das Möhrchen. Ist da was in dem Kürbis? My Halloween candy was all gone. Die Tür. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Aber Mama, ich habe Hunger. Ah, oh, das ist mein Fischi. Nein, wir denken nicht daran, den zu essen. Vergiss es. Klettern wir aus dem Fenster? Ein kleines eigenes Badezimmer hier drin. I kept eating and eating. Nein, nicht die Zahnpasta. Ist nicht die Zahnpasta. Was für ein Geräusch? I ate a lot of things that night. Warum isst du so komische Sachen? Draußen sind Geräusche. Then I heard chirping outside my window. Oh. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, wieso bin ich eine Katze? Warum bin ich eine Katze? Okay. Ich habe auch ein kleines Glöckchen. Oh, wie sehen das Haus von außen? Oh, wie sie schnurrt. Will aber das Vögelchen nicht essen. I
tried to be quiet, but the bird was really scared. Wundert sich? Oh, hier ist die Terrasse. Oh, guck mal. Da lagen schon die Weihnachtsgeschenke. Okay. Kitty, wo sollen wir hin? Oh. Mom and Dad didn't even look at me. Oh. Stalk ich jetzt Mama und Papa? Das ist ja nicht schön. Bewegen sich auch gar nicht. Es steht da wie bei Paranormal Activity, die eine Alte am Bett. Wo ist das Vögelchen? Oh nein, da oben ist das Nestchen. Och nein, ich will das nicht töten, das Vögelchen. Ich will das Vögelchen nicht essen, Mann. Wo bin ich denn hier gelandet? Da hoch? I could tell she was getting really tired. Ja, das eine Schweinchen läuft zum Huhn. Die anderen Schweinchen laufen hinter der Mama her. Oh, eine Rakete. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ich will den Mama Bird nie essen. Das war falsch verstanden, Molly. I gobbled her up. Oh nein. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Nein, ich will auch keine Maus essen. Nein, ich will das alles nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einfach so weiterfliegt. Ich will die Rabbits nicht essen. Och, bitte. Ich muss... Oh Gott, was tue ich hier überhaupt? Ich habe hier sowieso verkackt gerade, ne? Ich kann nicht mal steuern, ist doch total doof. Armes Bonnie! Him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Was? Armes Bonbon. A mama rabbit. Ich will nicht immer Mama essen. Warum?
Warum wollt ihr immer Mamas fressen? Ja, die Aufnahme ist jetzt eh schon wieder länger als 20 Minuten. Das habe ich schon richtig verkackt. Ich wusste ja nicht, dass wir jetzt hier nicht mehr vernünftig anhalten können. Mama Häschen. Das hat doch Kinder. Ah. Ach so, ja. Okay. Ein Hai. Im Wald. Krieg fest. Okay, ich glaube, ich mache jetzt hier kurz dann einen Break. Ich werde gleich als Hai auf jeden Fall weiter durch den Wald rollen. Bisschen verstörend wird es jetzt gerade. Aber das macht es spannend. Also, bis zum nächsten Mal mit What Remains of Edith Finch. Ja. Und bis dann. Ciao.